Willkommen in Ho Chi Minh City. Heute dreht sich alles um Streetfood, denn besonders Vietnam ist bekannt für ihr einzigartiges, leckeres und günstiges Streetfood. Die Challenge wird es sein, den ganzen Tag zu essen und maximal 10 Euro auszugeben. Zusammen mit Viet sind wir auf den Straßen von Saigon unterwegs, um die besten Läden zu finden. Let's go! Der erste Stopp ist ein Laden, wo es die berühmtesten Banh Mi der Stadt gibt. Tausende Lieferanten holen hier täglich die Bestellung ab und bringen sie zu den Endkunden. Und warum dieser Laden so besonders ist, sehen wir jetzt. Wir haben jetzt hier unseren Banh Mi bekommen. Es hat einfach 2,40 Euro nur gekostet. Und dafür bekommen haben wir so ein riesen Sandwich, was man sich tatsächlich selber zusammenmixen kann. Wir haben hier Gemüse verpackt, Gurken, ich glaube ein bisschen Möhren. Und ja, das ziehen wir uns jetzt rein. Banh Mi ist ein Baguette mit Schmalz, Fleisch und Gemüse. Die fangen schon bei 70 Cent an, sind dann aber deutlich kleiner als diese Riesenportion hier. Also hoffentlich kann ich alles davon essen. Das ist riesig. So gut. Wir sind jetzt bei der nächsten Location und hier soll es anscheinend richtig, richtig guten Pho geben. Pho ist ja bekanntlich das Nationalgericht von Vietnam und ja, ich bin gespannt, wie viel das kostet und wie lecker es wirklich schmeckt. Leider haben sie das Pho heute nicht da. Hier in Vietnam ist es typisch, dass man immer nur ein Gericht am Tag hat. Aber es gibt etwas anderes und das probieren wir jetzt. Und es soll wohl auch extrem lecker sein. Bun Bo ist ein sehr traditionelles Gericht. Die Köchin zerkleinert hier Rinderbällchen. Diese werden dann zusammen mit etwas dickeren Reisnudeln in die Suppe getunkt. Dann mit Kräutern und Gewürzen bestreut und dann kommt eine starke Brühe rein. Es riecht sehr, sehr lecker. Alter, so lecker. Das Beste daran ist diese Brühe einfach. Ich weiß nicht, wie die machen, diese Suppe, aber die schmeckt so lecker hier. Anders als bei der Pho. Und diese hier so ein bisschen dicker. Wenn ihr die Chance habt, dann schaut unbedingt bei diesem Laden vorbei. Es war Musik auf der Zunge. Boah, wir sind erst bei 4,20 Euro und ich bin schon so voll gegessen, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch schaffen soll. Der nächste Stopp ist noch ein sehr unpopulärer Spot. Es hat so geregnet auf den Straßen, dass wir uns unterstellen mussten und dann haben wir diesen Laden entdeckt. So, das hat jetzt 1 Euro gekostet. Wir haben jetzt hier einen Papaya-Salat mit getrocknetem Rindfleisch, ein bisschen Schweinefleisch und Krabben. Hab die Soße vergessen. Jetzt noch besser. Ein bisschen scharf, aber extrem lecker. Vor allem das hier ist so getrocknetes Rindfleisch. Das ist richtig lecker. Unser nächstes Gericht sieht einfach aus, ist aber geschmacklich sehr intensiv. Phom Chai ist knusprig angebratener Reis, den man zusammen mit Fleisch oder Gemüse in eine leckere Soße tun. Und das Ganze für nur 99 Cent. Das hier ist durchgekochter, fertiger Reis. Und man bricht sich hier ein Stück ab und befüllt das jetzt mit dieser Soße. Noch ein bisschen Gemüse rein. Boah, lecker. Bisschen süß. Richtig geil, vor allem richtig crunchy mit dem Reis. Banh Bao Tofa. Diesen Laden gibt es schon seit 30 Jahren und er ist bekannt für die besten gedämpften Reismehlbrötchen der Stadt. Hier soll es extrem leckere Bao Buns geben. Ich weiß nicht, wie ich die noch hier reinkriegen soll. Sie verkaufen mehr als 2000 Brötchen jeden Tag und liefern noch 1000 weitere an Gemischtwarenläden. Hergestellt mit einer Vielfalt an Füllungen wie zum Beispiel Hackfleisch, gesalzene Eier und sogar Wachteleier. Alles verarbeitet in einem weichen, warmen Brötchen. Boah, ist lecker. Diese Kombination aus Wachtelei, gesalzenem Hühnerei und Fleisch soll so gut sein. Und ich kann es bestätigen, es ist extrem lecker. Ich bin komplett vollgegessen. Ich kann nicht mehr. Wir haben erst 7 Euro irgendwas ausgegeben. Und deswegen ging es noch auf einen Markt, um mir einen leichten Smoothie oder ähnliches zu gönnen. So, total vollgegessen. Versuchen wir jetzt noch den Tag abzurunden. Essen passt wirklich nichts mehr rein, aber dafür noch eine leckere, frische Kokosnuss. Sie hat 70 Cent gekostet. Hier wird jetzt der Gesamtpreis eingeblendet. Wir sehen, man kann in Vietnam so geiles Essen für richtig günstig bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.